Ja, Mensch, willkommen zu Medieval 2 Total War. Zurück zu den Wurzeln sozusagen. Zwar habe ich dieses Spiel noch nie in einem Let's Play gespielt, aber ich habe ja die Modifikation Third Age Total War gespielt. Und das basiert ja auch auf diesem Spiel und auf diesem Spielprinzip. Und jetzt spielen wir einfach mal das Spiel ohne jegliche Modifikation, einfach mit den zur Verfügung stehenden Nationen. Und zwar hatte ich ja aufgerufen, mir zu sagen, welche Fraktion ihr gerne sehen wollt. Am meisten wurde gewählt das Heilige Römische Reich. Allerdings war es auch gleichzeitig mit England zum Beispiel eine Nation, wo dann auch sehr viel Kritik zugesagt worden ist, dass diese Nation sehr häufig gespielt worden ist und überhaupt. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, ich habe mit dem Byzantinischen Reich gespielt in meiner privaten Spielsession sozusagen. Bin auch relativ gut damit zurechtgekommen. Habe ich mir gedacht, ach, nimmst du die doch einfach. Dann habe ich aber gesehen, dass der Günther Shadow gerade mit einem Medieval 2 Projekt angefangen hat. Auch geradewegs mit diesem Byzantinischen Reich. Grüße an dieser Stelle an Günther. Ja, und deswegen wollte ich dieses Reich dann doch nicht nehmen, weil ich finde es ein bisschen, also wenn zwei Projekte unmittelbar nacheinander starten, dann sollte man auch ein wenig Abwechslung haben dazwischen. Und außerdem möchte ich mich nicht in seinen Schatten stellen und mich dann mit ihm vergleichen müssen, was er innerhalb von so und so vielen Runden schafft mit seinem Reich. Das ist mir dann vollkommen Schnuppe. Und da habe ich dann alles über den Haufen geworfen und mich dafür entschieden, dass ich auf meine alte, sozusagen verwurzelte Geschichte zurückgehe und dann mit meinem auch in Empire gespielten Land anfange. Und zwar ist es hier Russland. Ja, passt außerdem gerade wunderbar zur aktuellen Lage in Europa mit Russland, der Ukraine etc. Vielleicht werden wir innerhalb dieses Projektes ein wenig drauf eingehen. Mal schauen, wie sich das da mit rein verweben lässt. Und ja, außerdem, Russland ist immer cool. Außerdem gefällt mir hier die Art der Stärken. Besitzt eine ausgezeichnete Kombination aus Fernkampf- und Nahkampfkavallerie. Ich mag Fernkampfkavallerie und ich finde es auch gut, wenn ein Reich dann auch noch Nahkampfkavallerie besitzt. Infanterie, na okay, Fernkampfeinheiten in der Frühzeit ist jetzt zu bemängeln angeblich. Ja, also ich habe ein bisschen damit gespielt. Bogenschützen kann man schon ausbilden, also gar kein Problem. Das ist einfach, ich weiß nicht, ich finde das okay. Wir spielen auf Mittel, weil ich sowieso Angst habe, dass wir hier irgendwie Probleme bekommen. Aber schön zu sehen, wir sind hier oben weit ab von dieser direkten europäischen Krise hier zwischen den ganzen Nationen und können uns eigentlich hier so rum ausbreiten. Mal sehen, wie wir das dann letztendlich machen. Ich denke, das ist eine gute Art und Weise, da runter zu gehen, weil die Türken schnetzeln wir dann weg und gehen hier dann unlängst so aus dem kalten Norden bis hin in den warmen Süden sozusagen. Aber das reicht jetzt auch hier an dem Schnackel von mir sozusagen. Ich werde das Intro gleich überspringen, weil da wird sowieso immer nur was kurz gelabert. Hier, den Text könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr das wollt, aber ich starte jetzt einfach mal. So, Sommer 1080 nach Christus. Somit beginnen wir mit Medieval 2 Total War. Wir haben unsere einzige Stadt und zwei Armeen. Einmal Novgorod hier. Da haben wir den lieben Mikhail. Und den Großherzog Jesuvoldo. Jesuvolod. Wunderbar. Und wir haben unsere drei Leute hier. Einmal unseren Spion, den wir hier mal. Oh, Riga, wunderbar. Den wir da längs schicken. Dann schicken wir unseren Priester hier längs. Und unsere russische Prinzessin. Und da ich ja schon ein bisschen weiß, wo was hier ist, dann kann man hier schon mal sehen, dort ist eine kleine Burg, die wir angreifen können und angreifen werden. Und dort oben ist auch eine Stadt, die sieht man von hier aus ja auch schon bereits. Und dementsprechend haben wir schon zwei Armeen unterwegs. Wir haben zwei Ziele jetzt schon mal gesetzt. Das ist schon mal sehr, sehr gut für die erste Folge. Man sieht sich da beim nächsten Mal wieder. Nein, Spaß beiseite. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass Novgorod hier zu einer wunderbaren Metropole aufwächst. Und jetzt schauen wir mal, was hier die Faktoren sind. Wir haben Grundfarmstufe, wunderbar. Aber wir bauen dann einmal in dieser Reihenfolge mal etwas auf. Ortswache könnten wir auch bauen.
Also ist halt die Frage, was man hier machen möchte. Die Straßen brauchen wir jetzt noch nicht, weil das ist sowieso jetzt hier gerade. Machen wir das erstmal in diese Reihenfolge und dann bilden wir nochmal die. Pardon. Die Einheiten hier aus. Kaufmänner. Ich weiß leider nicht, was Kaufmänner bringen. Ich habe immer Kaufmänner gehabt und die haben dann plötzlich. Die liefen bei mir einfach durch die Gegend und haben dann letztendlich mir nichts gebracht, außer dass sie da rumstanden und ich sie immer für Diplomaten gehalten habe. Ich habe die eigentlich nur ausgebildet, weil ich dachte, das sind Diplomaten, weil auf dem Bild dachte ich so, ach komm, das ist ein Diplomat. Ja, falsch gedacht. So, also gehen wir mal eine Runde weiter. Wunderbar. Es ist Winter geworden. Neue Mission. Wir sollen eine Stadt eingreifen. Wunderbar. Haben wir auch schon den richtigen Weg gefunden. Hier. Bauen wir das lieber mal so. Sind drei Einheiten drin. Ist ja kein großes Problem. Was hat Riga da so? Drei, ne, vier Truppen für Bände. Dann schicken wir noch diese kleine Armee dorthin. Was ist los, wenn wir den Anführer hier rausschicken, den Wladimir? Dann geht es der Stadt immer noch gut. Dann schicken wir Wladimir mal los. Wer ist unser Anführer eigentlich? Das ist ein Familienmitglied. Also ist hier das hier der Anführer. Großherzog Yswolod. Wolod. Nennen wir ihn einfach nur Wolod. Das reicht mir schon, um ihn. Ah, noch eine Stadt. Und zwar eine ziemlich gut bewachte. Da werden wir uns später drum kümmern. Ja. Nochmal Bogenschützen. Wir müssen aufpassen, dass wir unser Geld nicht so extrem zum Fenster rauswerfen. Das passiert mir ja immer gerne mal, aber da werde ich ein bisschen drauf achten müssen hier im Verlauf dieser Kampagne hier. Aber wir können uns ja noch mal ein paar Söldner gönnen. So, Bogenschützen hier. Vier Runden, bis diese Stadt da eingenommen worden ist. Hier wird immer noch was gebaut. Wunderbar. Der Priester läuft mal weiter hier runter. Einfach nur ein bisschen zu scouten sozusagen. Die Prinzessin schicken wir auch mal weiter. Und ja, ich denke, das kann noch was werden. Also momentan sehe ich hier mich guter Dinge, was mit Russland zu erreichen, weil wirklich viel haben wir hier nicht gegen uns zu sehen. Ja, okay. Armbrust, Schützenmiliz, Speermiliz, Waldbewohner und Bauern. Okay, nicht gerade aggressiv. Nicht gerade schwierig. Und hier Wikinger, Räuber und Armbrust, Schützenmiliz. Okay, das dürfte kein großes Problem sein. Hier können wir sie leider nicht sehen, was natürlich ein bisschen komisch ist und blöd und überhaupt. Aber nun gut, kann man nichts gegen machen. Ah, da sind die Polen. Ach, schade, ich möchte nicht mit euch heiraten. Ich würde ge gerne euch ein diplomatische Gespräche führen. Um mal zu fragen, wie es euch so geht. Um mal zu fragen, was die Polen denn von einem Bündnis oder von einer Handelsmission halten würden, die ich denen durchaus ja anbieten kann. Weil noch hat Polen ja keine Angst vor mir. Das ändert sich ja im späteren Verlauf der Weltgeschichte immer mehr. Da wird ja Polen mehr und mehr der Austragungspunkt von mehreren Mächte, Rangspielen sozusagen, wird eingenommen von Napoleon, der das Land aus den Griffen von Russland befreit. Und dann irgendwann später kommen die Deutschen und nehmen es ein. Also Polen hat momentan eine Geschichte, die nicht gerade. Ah, da will ich nicht sagen, mit dem möchte ich gerne tauschen. Nein, da möchte ich das ehrlich mal so sagen. Es dauert zwei Runden, bis die Stadt kapituliert. Wunderbar. Vielleicht stellen sie sich noch in einem Kampf gegen uns. Riga stellt sich gegen uns. Okay. Interessant. Dann wollen die Rigianer, Dingsens, die wollen also aufs Maul bekommen. Gut, dann auf in die Schlacht. Ich versuche so viele Schlachten wie möglich zu schlagen, je nachdem, wie das von der Lage her geht. Weil ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe meine Taktik so bezüglich hier Dingsens hier. Nicht Napoleon wollte ich. Ich wollte schon wieder Napoleon Total War sagen. Bezüglich der Total War-Spiele gerade irgendwie ein bisschen geändert. Beziehungsweise bin aggressiver geworden hier.
weil ich gemerkt habe, dass ich taktisch doch mithalten kann mit den Gegnern. Also, was jetzt nicht gerade sehr schwierig sein dürfte, weil es nun ja, es sind KI-Spieler, aber ich war ja gerne mal gewollt, dass ich dort Probleme hatte mit denen. Und somit kann ich schon mal sagen, diesem momentan, also im Durchlauf, den ich gespielt hatte, war das nicht das große Problem. Also ich hatte keine wirklichen Schwierigkeiten, gegen meine KI-Kontrahenten anzutreten, obwohl sie eine wesentlich größere Armee hatten. Das war sehr schön. Muss ich durchaus sagen. Jetzt warten wir mal, bis die Armbrustschützen hier raus sind. Die sind nämlich sehr schlau. Okay, die bleiben scheinbar stehen. Lassen wir da, sie da stehen. Und greifen sie an mit unserem General, damit wir schon mal die Fernkämpfer weg haben und dann den Rest mit unseren Bogenschützen besiegen können. Sozusagen. Einzige Problem ist, dass die Armbrustschützen anfangen zu schießen. Was sie aber nicht tun. Im Gegenteil, sie rennen weg. Und die Waldbewohner werden schön beschossen. Wunderbar. Während sie versuchen wollen, glaube ich, den Armbrustschützen zur Hilfe zu rennen. Die laufen nämlich jetzt wieder zurück. Oder? Was machen sie? Die laufen sich da fest. Schön, werden von den Bogenschützen beschossen. Wunderbar. Klasse. We will smash the enemy. Yes, this is a proper. It is possible. Verdammt, sie sind nicht schnell genug. Okay, lassen wir die 14 Mann da zurück. 9 Mann. Und reiten nochmal zurück. Mit unseren Einheiten. Die Bogenschützen hauen hier ordentlich weit weg. Deswegen kann ich nicht verstehen, warum die Bogenschützen, warum sie angeblich keine Bogenschützen in der Frühphase haben. Das haben sie ja wohl. Naja, die können wenigstens ein bisschen mit dem Bogen umgehen, scheinbar. Zumindest schießen sie hier die Gegner zu Brei. Das ist very gut. Very, very gut. Ja, im Prinzip muss ich ja sagen, ich mag die Russen. Also was sie gerade in der Ukraine abziehen, ist jetzt nicht so meins. Aber eigentlich mag ich so die russische Art und Weise. Keine Ahnung wieso. Ich finde das eigentlich gar nicht mal schlecht, wie die sind. Die sind irgendwie so, der Riese, der halt uneinnehmbar ist und sich halt gegen alles verteidigen kann. Ja, und das halt so, dass Ausschlaggebende. Die haben schon ein schönes Gebiet dort. Mit der Taiga etc. und was auch immer. Und die Rebellen stehen dort hinten mit den Bauern, glaube ich. Vor denen bräuchte man noch nicht mal Angst haben. Weil die eigentlich starken Einheiten werden hier gerade niedergemäht und haben gleich keine Einheit mehr. Ja. Die kernigen 8 Armbrustschützen stehen dort und dort stehen noch die Bauern. Hätte ich noch eine Kavallerieeinheit, würde ich ja meine Kavallerie darauf schicken, aber nur den General, das finde ich ein bisschen kritisch. Den General werde ich auch gleich wieder in die Hauptstadt zurückschicken. Denke ich mal. Dann kann ich nämlich dort den Steuersatz ein wenig erhöhen, um noch ein bisschen Geld hier rauszuschlagen. Ja, wundervoll. Der stimmt. Der will lose their will to fight. Oh! Gegner kommen! Armbrustschützen schießen! Oh mein Gott! Bogenschützen! Macht euch bereit! Und feuert auf den Feind! Auf die Bogenschützen. Armbrustschützen. Pardon.
können wir dem General jetzt nicht wirklich viel anrichten. Das sind 8 Stück, da macht das nicht wirklich viel aus. Aber ein oder zwei Mann können da schon drauf gehen. Das könnte das Problem sein. Oh ne, wartet, wartet, Jungs, wartet, wartet. So, jetzt kommt es zum Handgemenge, aber okay, das ist, glaube ich, nicht das große Problem, weil die flüchten schon, ohne dass unsere Mann... Doch, eine einzige Person haben sie verloren, okay. Das ist traurig, aber damit muss man leben. Leider. Das ist ein harter Schlag für die russische Armee. Da kommen wiederum die Waldbewohner wieder angelatscht. Können eh nichts machen. 5 Armbrustschützen sind es jetzt nur noch. Feuert auf sie, los. Wenn die jetzt nicht durch die Bogenschützen sterben, dann weiß ich auch nicht. So. Und ihr besucht mal die Armbrustschützen im Zentrum. Finde ich jetzt mal so als Bonus richtig gut. So, jetzt hier. Letzter Mann, stirb. Und hier sollen die auch sterben. Können sie mir nicht erzählen, ey. Lass die noch überleben. Ah, den einen Mann sollten wir auch noch kriegen. Okay, Bogenschützen, stopp. General. Kämpft. Und weiß nicht so recht, wie er die angreifen soll. Hallo, Jungs. Greift die mal an. 3 Stück noch. 2 Stück noch. Und dann noch den letzten hier von der Speermiliz. Aber ganz schnell hier. Nicht, dass der einen von euch noch tötet, du. Da habe ich aber keine Lust drauf. So. Ein richtiger Charge war das jetzt nicht. Und er ist tot. Wunderbar. Wir haben einen Mann verloren. Einen einzigen. Einen einzigen Mann haben wir verloren an dieser durchaus starken Armee der in Riga stationierten Soldaten. Das finde ich schon, also da kriege ich schon ehrlich Wutausbrüche, wenn man das sieht. Das hat die Armee aus Russland noch nie so gezeigt. Ich finde das nicht gut, was die gemacht haben. Riga gehört uns for our king. Okay, den General kann ich da noch nicht wegschicken, weil das wäre dann nicht gut für die innere Ordnung. In Ordnung. So, wo sind die... Man sieht die polnischen Truppen nicht mehr. Ach doch, da. Hallo. Oh, jetzt kommt sie da nicht an. Meine Güte. Fräulein, wie heißt sie? Antonina. Antonina, warum kannst du dich nicht einbringen? Radoslav. Radoslav. Und wer ist das hier? Czernek Greschinov. Greschinov. Und da ist noch eine Rebellensiedlung. Sehr schön. Ich glaube, hier oben ist auch noch eine, wenn ich mich recht entsinne. Aber wirklich weit habe ich nicht gespielt. Ich war in diesem Bereich schon und habe irgendwie 20 Runden gehabt oder so, mehr aber auch nicht. Dementsprechend danach wird alles hier mit Russland komplett auf neuer Ebene begründet werden. So, einen Diplomaten ausbilden, finde ich gut. Danach einen Hafen bauen. Das wird ja auch noch aufgebaut. So, ich denke, das sollte für einen ersten Part bisher reichen. Wir haben eine Schlacht geschlagen, wir haben eine Region erobert, wir haben uns wunderbar in diese Fraktion eingelebt. Ich denke, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Es wird mich freuen, wenn ihr
eure Meinung zu diesem Projekt in die Kommentare schreibt und auch weiterhin gut kommentiert bei diesem Projekt. Nochmal alles Gute nach draußen an euch. Bis dahin, viel Spaß und ciao.